Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 10. August. Hölle und Abgrund ist vor dem Herrn, wie viel mehr der Menschen Herzen. Sprüche 15, Vers 11. Im alten Russland, als noch der Zar regierte, gab es ein Sprichwort: Der Himmel ist hoch und der Zar ist weit. Ein verzweifelter Mensch hat wohl dies Wort zuerst gesagt. Er wollte sagen: Der Zar, der das große Reich regiert, kann unmöglich alles sehen und wissen. Er kennt nicht die Not der Bauern und die Herzlosigkeit der Beamten. Der Zar ist weit. Und der Himmel ist hoch. Dahinter steht die Furcht, dass es bei Gott auch so sein könnte wie beim Zar, dass er unmöglich alles sehen und wissen kann, was die Menschen beschwert. Aus dem Sprichwort spricht die Verlassenheit eines armen Menschenherzens, das sich mit all seinen Nöten, Fragen und Problemen unsagbar alleine sieht. Solchen Herzen sagt nun unser Bibelwort: Alles, Hölle und Erde und Menschenwelt, ja sogar unsere Herzen sind aufgedeckt vor den Augen Gottes. Nachdrücklich wird das bezeugt im Blick auf den Herrn Jesus Christus, in dem Gott zu uns kam. Er bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Ich kenne einen Jungen, dessen Hobby kleine, seltene Fische sind. Einmal sah ich ihn, wie er sich über sein Aquarium beugte. So beugt sich Gott über die Menschenwelt, und alle Geschehnisse und Herzen sind offenbar vor ihm. Die Bibel berichtet von einer Mutter, die sich mit ihrem kleinen Jungen in der Wüste verirrt hatte. Verdurstend und verzweifelt rüstete sie sich zum Sterben. Da hört sie auf einmal, wie ihr Name gerufen wird. Es ist Gottes Stimme. Er zeigt ihr einen Brunnen. Den nannte sie: Gott sieht mich. Herr, dir sei Dank für deine barmherzige Gegenwart. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.